Das Wetter der Woche, diesmal geht es um Glück. Die UNO hat eben ihren Glücksbericht herausgegeben. Danach leben in der Schweiz die glücklichsten Menschen und die unglücklichsten in Griechenland. Hat sie das gewundert? Hätte sie das? Sehen Sie, mit dem Glück und dem Unglück oder dem Pech ist das so eine Sache. Ich bin glücklich, weil ich als 78-Jähriger Rente kriege. Sie jedenfalls, meine jugendlichen Zuschauer mit 18 und Zuschauerinnen mit 22, kriegen, wenn sie in mein Alter kommen, überhaupt keine Rente mehr. Nicht? So ist eben Glück und Unglück auf ganz verschiedene Weise verteilt. Glück hat derjenige, der übers Mittelmeer kommt und Land findet. Pech hat derjenige, zu dem der Land findet, dann eingesiedelt wird, unterkommt. Nicht? Wo auch immer, ob in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt oder auf der Schwäbischen Alb. Der hat Pech, weil er ja plötzlich einen schwarzen Nachbarn hat. Oder, was noch viel schlimmer ist, einen roten. So ist eben das Glück des einen das Pech des anderen. Oder, wie Goethe schon sagte, Glück ist nie mit der Mehrheit.